bewegt. Unsere Haltung hier gerade dürfte man hier mal auf jeden Fall als abnorm bezeichnen. Wie siehst du das so? Wie ist denn so das Bewegungsverhalten unserer Gesellschaft? Hey draußen, hier sind wieder Strong Flex TV. Und im heutigen Video geht es darum, wie man von der Gesellschaft wahrgenommen wird, wenn man sich etwas abnorm bewegt. Unsere Haltung hier gerade dürfte man ja mal auf jeden Fall als abnorm bezeichnen. Wie siehst du das so? Wie ist denn so das Bewegungsverhalten unserer Gesellschaft, in unserer Kultur aktuell? Ja, viel sitzen, liegen und ein bisschen stehen, das wird durchaus akzeptiert. Wobei das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist in östlichen Kulturen gang und gäbe. Da nimmt jeder diese Position. Ja, aber es sind 10 Millionen Scheiß, ob das in östlichen Kulturen, die sind doch alle bescheuert. Ja klar, das sind ja auch alles Freaks. Ne? Ist ja ganz klar. Das Spannende ist nur, dass man hier natürlich ein bisschen auf Akzeptanzprobleme stößt, wenn man in die Position geht. Ich habe da das gesunde Selbstbewusstsein zu sagen, jeder, der nicht hier runter kann, der ist schon nahe an der körperlichen Behinderung dran, in meinen Augen. Also, ohne jetzt richtig böse zu werden. Wertfreie Feststellung. Wertfrei Feststellung. Das ist halt, ja, bist du kein schlechter Mensch. Genau. Wenn diese Funktion halt nicht mehr gehen, dann sage ich, hey, dann, also du bist auf jeden Fall ja körperlich beeinträchtigt. Und ja, das ist halt blöd. Unbedingt. Also warum machen wir hier dieses wer ist hier jetzt der Freak-Video? Einfach, weil wir selber einmal Erfahrungen in diese Richtung gemacht haben, also praktisch als Freaks wahrgenommen zu werden, und weil wir doch recht rege Zuschriften, das klingt so schön alt, beritten im Boden, bekommen, Kommentare, Fragen, wo auch jüngere Menschen uns berichten, dass sie ja regelrecht gemobbt werden oder sogar angegriffen werden, wenn sie zum Beispiel in der Hocke auf den Bus warten und natürlich Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Und natürlich allgemein, jetzt die Hocke mal als Beispiel rausgegriffen, es gibt unzählige andere, ja, auf jeden Fall polarisiert. Ne? Also ich hocke jetzt zum Beispiel beim Frühstück zu Hause im Kreise meiner Familie, meine Frau, meine zwei Kinder. Und selbst da musste ich das so, ja, ein bisschen erkämpfen. Ja, ich musste das ein bisschen durchsetzen so. Ja? Also dass ich das jetzt mache. Ja? Und wehe, ich würde auf die Idee kommen, ich mache das natürlich dann zum Spaß auf das Mal, um es ein bisschen zu ärgern. So, ich würde jetzt, sagen wir mal, vom Restaurant reden wir jetzt gar nicht, ja. Aber, sag ich mal, bei einer Familienfeier oder so, irgendwie sowas der Natur machen, ja. Also, das kannst du komplett vergessen. Kannst du gleich vergessen. Wie geht's dir? Bist raus. Wie geht's dir damit? Ja, also, ich fordere es nicht so raus, ich will da gar nicht so groß polarisieren wie du. Bei diesen ganzen Familienfeiern und im Restaurant und so weiter, da reiße ich mich ja schön am Riemen und passe mich an die Gesellschaft an, dass ich da mich nicht groß anecke. Aber sonst versuche ich natürlich in diesen Positionen zu warten. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe und ich habe nichts zu tun, weil ich auf jemanden warten muss, kommt ja ab und zu vor, dann hocke ich mich hin und das ist mir völlig egal. Und für mich ist diese Position ja echt entspannend. Ich merke auch, wie das im Rücken nachlässt, im Vergleich zu stehen, auch toller Ausgleich. Und klar gucken mich Leute an, denken, der setzt hier gerade einen Haufen mitten in den C&A oder was weiß ich. Und das ist ja total uncool. Oder was macht er da? Ich habe mir so, ja, keine Ahnung, echt so halt drauf angewöhnt, da nicht drauf zu schauen. Mir ist es völlig egal, weil ich weiß, dass ich mir was Gutes tue und dass das völlig in Ordnung ist. Und ja, ich beschäftige mich da gar nicht so groß damit, dass ich so krass polarisiere. Also ich bin da eher so ein bisschen in meiner kleinen Welt. Aber also ich kenne das Problem ja von ein bisschen früher noch, ist gar nicht so lange her, wo ich noch ein bisschen breiter war. Da läufst du auch durch die Gegend und jeder guckt so ein bisschen, was ist schon mit dem Freak los? So viel zu viel, was soll denn das Ganze? Deswegen irgendwo habe ich mich da schon so ein bisschen dran gewöhnt und auch mir ein bisschen das antrainiert, wegzugucken. Aber das Spannende ist ja jetzt,
kannst du da draußen, der jetzt diese Dinge versucht, die wir versuchen dir weiterzubringen, geh in die Hocke, hänge und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge umzusetzen, und es wird in deiner Gesellschaft nicht akzeptiert oder in deinem Umfeld nicht akzeptiert. Da muss man jetzt ja zu einer entsprechenden Lösung kommen. Ja, die Frage ist ja, was kannst du tun und warum ist es so? Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz, das Video macht dann insbesondere Sinn, wenn du unser Hocke-Challenge-Video schon mal angeschaut hast, das verlinken wir auf jeden Fall nochmal im Beschreibungsfeld. Die Hocke, die natürliche Ruhehaltung, sitzen sehr, sehr ungesund, weil komplett unnatürlich, Hocken sehr, sehr gesund. Siehe dieses eben genannte Video. Aber ja, warum ist das so? Also offensichtlich ist es ja mit der Toleranz nicht so wahnsinnig weit her. Und offensichtlich ist dieses, der Mensch als Rudeltier, der immer praktisch seine Nachbarn, sein Umfeld als Bezugspunkt nimmt und sich dort einsortieren will, da scheint ja doch, also das merkt man dann, wenn man eben in der Hocke mal wo wartet, doch ein stärkerer Mechanismus zu sein, als man es vielleicht denkt. Und wir haben jetzt gerade nur die Hocke als Beispiel rausgenommen. Barfußlaufen. Ganz rotes Tuch. Ne? Das ist ein Freak. Ganz rotes Tuch. Wenn du wie sämtliche unserer Vorfahren das gemacht hast, ja, das Joggen über die Ferse gibt es ja auch erst seit den 70er Jahren. Vorher sind alle über Mittelfuß gelaufen. Ja? Aber du bist ein Wahnsinniger, wenn du das jetzt tust, ja. Ich meine, klar, momentan die Jahreszeit, ich laufe halt auch um 0 Grad herum, komplett barfuß. Dann haben die Leute natürlich noch das Problem mit der Kälte. Ja, dann denken die, keine Ahnung, ich muss ja bei jedem zweiten Schritt in Scheiße treten und bei jedem dritten in Scherben, ja. Und überhaupt ist es ja einfach abnormal und deshalb bescheuert, ja. Und da sieht man auch, dass doch eine ziemliche Engstirnigkeit dort herrscht. Was mir immer beim Barfußlaufen schon öfters passiert ist, dass wenn ich gerade einer Familie entgegenkomme, dass die Kinder es überhaupt erstmal sehen, ja, dass die sind noch nicht so beschränkt in ihrer Wahrnehmung, es ist noch viel offener, und das sehen und dann ihre Eltern darauf hinweisen und dann auch schon öfters die Frage, kann ich das auch machen? Nein! Auf keinen Fall! Ja. Total abgefahren. Selbst bei uns gibt es so eine riesen Wiesenfläche, wo auch, also ob das mal Events und sowas stattfinden. Selbst auf der Wiese haben ja die Leute die ganze Zeit Schuhe an. Primär wahrscheinlich, weil alle anderen auch Schuhe anhaben. Ja, und man nicht auf den Trichter kommt, das irgendwie anders zu machen. Fällt dir noch ein Beispiel ein? Du hast vorhin noch das Thema Beinkleid angeschnitten. Beinkleid? Hose, Mann, Hose. Oh Mann, Alter. Weißt du, du willst einmal so ein bisschen eloquent wirken. Ja, aber das ist, da ist dein Partner halt einfach nicht gut genug. Ja, Hose. Das eine Problem ist ja vielleicht auch, dass wenn du einen Anzug anziehen musst zur Arbeit oder, was weiß ich, eine kleine enge Jeans trägst, dann kommst du ja vielleicht auch gar nicht runter in diese Position. Du kannst ja irgendwann, weil es die Hose zu eng ist. Jetzt bist du vielleicht so unterwegs wie ich. Ich bin Personal Trainer, ich trage eigentlich fast nur eine Jogginghose. Und Karl Lagerfeld hat dazu eine eindeutige Meinung. Genau, Karl Lagerfeld Zitat, wenn du eine Jogginghose trägst, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Der Typ ist ja irgendwo cool, ne? Aber irgendwo hat er auch einen an der Laterne, ja? Ja, er kennt jetzt halt die andere Seite nicht. Für mich ja. Ist es völlig normal, auch wenn ich jetzt quasi Dinge schnell erledigen muss, irgendwo zwischendrin, ja, dann habe ich halt noch meine Jogginghose an und das kostet halt auch immer wieder ein paar Blicke. Ne? Allein nur, wenn du was einkaufen gehst oder was schon holen musst, wirst du schon angeguckt, so, okay, was will denn der broke Typ jetzt hier? Ja. Der klaut mir jetzt bestimmt den ganzen Laden leer, aber... Ja, nein, so schnell kann ich nämlich nicht rennen. Du könntest schon, aber du willst es nicht. Ja, das heißt, da musst du auch nochmal relativ viel ertragen. Was halt so spannend ist, alles, was anders ist, das kann der Mensch nicht, das kann der Mensch nicht akzeptieren. Und wenn ich jetzt halt nochmal die Begriffe Toleranz und Akzeptieren unterscheide, dann heißt halt für mich Toleranz, heißt tolerare, ertragen, aushalten. Und für mich ist das dann, ja, das müsst ihr dann halt aushalten, dass ich das mache. Weil ich tue niemandem was Böses. Es geht eigentlich nur um mich und trotzdem ecken da Leute so an. Und das ist eigentlich total schade. Und was ich halt schade finde, wenn jetzt gerade die jüngeren Leute unter euch, unsere jüngeren Zuschauer sagen, ah,
geil, ich will was für meinen Körper tun und ich will einen guten Körper aufbauen und dann dort halt quasi im Umfeld anecken. Also wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, das wäre wahrscheinlich nicht anders gewesen, hundertprozentig nicht. Da kann ich ja kurz mal einhaken. Also ich habe zwei Jungs, mein Kleiner ist 9, mein Großer ist 13, wird jetzt 14, also in der Pubertät. Ich nenne keinen Namen. Und nehmen wir das Thema Barfußlaufen und Barfußschuhe. Ja? Der hat natürlich auch wenig Bock, jetzt mit Barfußschuhen in die Schule zu gehen, weil er einfach eben auch nicht polarisieren möchte, nicht auffallen möchte, ja? Weil er auch die coolen Nikes bzw. jetzt im Winter die Timberlands anhaben will und muss, ja? um sich wertvoll zu fühlen. Ich kann das total nachvollziehen, aber es ist ein Stück weit eben auch schade und schwierig. Und überhaupt, wenn wir jetzt auch nehmen unsere Kunden, ja, wir erklären denen, warum die herkömmlichen Schuhe ihre Füße ruinieren. Und es ist ja auch total naheliegend. Vorne zu eng, hochgebogen, Fußbett, Fußmuskulatur wird gekillt, Ferse erhöht, Statik im Eimer. Und trotzdem laufen sie mit diesen Vergewaltigern weiter rum. Du bist und ja auch der Trainer-Freak, deswegen... Die denken so, ja, leck mich am A. Bla, das Spannende ist halt, da sind wir in einem leichten Vorteil, das ist halt unser täglich Brot. Wir auf dem Feld, wenn du uns da begegnen willst und sagen willst, das ist komisch, die Diskussion wirst du verlieren. Ja, ganz sicher. Die wirst du halt verlieren. Und dieses Handwerkszeug hast du jetzt halt leider nicht, ja. wenn du nicht aus der Branche kommst. Da dagegen zu argumentieren. Und das ist halt einfach ein bisschen schade. Deswegen weiß ich gar nicht, ob du dich auf diese Diskussion einlassen solltest. Ja, also wir sind von Berufswegen ja schon ein bisschen sanktioniert zu solchen Sachen. Ja, und die Leute, die uns kennen, haben auch schon gemerkt, okay, wir sind schon ein bisschen kompetent so, ja, erstaunlicherweise. Und deshalb lasst man uns das ein bisschen leichter durchgehen. Aber klar, wenn du eben, wie gesagt, in einem normalen Umfeld eben nicht mit dieser Ausbildung, die wir haben, nicht mit diesem Beruf, den wir haben, im Kreuz, dann da in so eine Diskussion kommst und in eine Situation kommst, ist es für dich natürlich schwierig. Ich finde das sehr, sehr schade. Und jetzt möchte ich kurz einen kleinen Bogen spannen. Was nämlich richtig geil ist und schön ist, ist, wenn man auf Gleichgesinnte trifft. Und beim IDO-Portal-Seminar 80 Leute halt runtergehen in den Squat. Ja? Oder 70, die anderen 10 hatten, haben den Rat nicht befolgt, das Squat, also die 30-30 Hockey Challenge zu machen. Aber und der Ido nennt es ja auch, und das ist auch so ein Hashtag, den er gerne verwendet, Movement Culture. Ja? Weil es ist was Kulturelles. Ja? Und klar, wenn du jetzt da draußen irgendwo hockst und alle dich gut angucken und wir würden dich sehen, ja, dann würden wir dich dazu beglückwünschen, uns daneben setzen, hocken natürlich. Ja? Es ist ja schon praktisch schon unser natürliches Sitzen für uns jetzt und dann würdest du dich natürlich besser fühlen. Die Frage ist halt, man muss jetzt erst wieder diese kritische Masse überschritten werden, damit die Leute es glauben, was auf der Hand liegt, naheliegend ist. Ne? Das ist eigentlich total traurig. Also wo ich einfach nochmal richtig drüber nachdenken musste, uns hat ein Kommentar erreicht, dass ein Schüler seinen Apfel in der Pause essen wollte im Squat. Und ich so, hey, cool, finde ich eine coole Sache. Ja. Und dann von den Mitschülern quasi so angegangen wurde, dass er doch den Apfel so draußen essen soll, also in der Hocke. So geht das nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, eigentlich müsstet ihr alle rausgehen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Ja, weil also man tut nicht schlimmer. Und das finde ich wow, da merke ich dann echt so, wie die Leute dann da dem Ganzen wieder eingestellt sind. Und da möchte ich jetzt an die Person selber nur sagen, hey, bevor du dir das Leben in der Schule noch schwerer machst, als es ohnehin ist, naja, dann und die Akzeptanz nicht da ist, weiß nicht. Wenn du das Selbstvertrauen hast, dich da durchzubeißen, dann hoffe sonst. Versucht dann eher nicht so anzuecken. Das ist manchmal auch nicht so gut, immer zu polarisieren. Ich meine, wir genießen es so ein bisschen manchmal auch. Ja. Auf der anderen Seite... Wir wollen ja auch missionieren. Wir wollen ja angesprochen werden. Wir wollen ja praktisch blöd angemacht werden, damit wir unser Sprüchlein auch sagen können. Ja? Genau. Wegen dem und dem. Ja. Bam, bam, bam. Ja. Das Spannende ist halt, wozu ich euch ermutigen möchte, alle da draußen, wenn ihr irgendwas ändern wollt und genau uns
uns folgen wollt, in den Dingen, die wir tun, dann werdet ihr zwangsläufig in der Minderheit sein. Es sei denn, wir treffen uns alle und dann werden wir uns wie eine Mehrheit fühlen in einem kurzen Zeitraum. Ja, aber viele Leute beachten halt diese ganzen Tipps, die wir geben, eben noch nicht. Und das heißt für dich, du wirst immer an diesen Punkt kommen. Aber das Spannende ist, hör nicht auf, es zu tun, nur weil andere oder weil dein Umfeld dir das ganze Leben schwer machen will. Ich habe da, wenn ich darüber nachdenke, als es mit dem Autofahren losgeht, alle haben Pferde geritten und das war das Fortbewegungsmittel. Dann Gottlieb Daimler und Carl Benz haben das erste Auto entwickelt. Und alle gucken sich das an, das ist nicht gut. Ein Auto, das ist nicht gut. Dann wurden Steine in den Weg gelegt und keiner konnte es akzeptieren. Hätte man gesagt, Carl Benz war es, glaube ich, der gesagt hat, ja, ich verstehe es nicht. Die Leute, die wollen schneller von A nach B kommen, jetzt haben wir ein Auto, die sind schneller als Pferde. Aber es wird nicht akzeptiert, was ist los? Aber hätte er gesagt, ich kann euch schnellere Pferde machen, das hat jeder genommen, weil das kennt man. Ja, also es ist, und trotzdem, jetzt schauen wir raus und jeder fährt Auto. Also es wird sich alles entwickeln. Ne? Manchmal wird es halt ein bisschen länger dauern, Zeit für dich. Draußen, ja, okay, du musst vielleicht auch mal der ein oder andere Pionier sein, um das zu tun. Und lass dich nicht von den anderen so beeinflussen, dass du es nicht mehr tust. Wir haben auch erwachsene Leute, die es nur aushalten, ihre Übung, ihren Lizard Crawl, den der Toni, wo ich die Treppen runter mache, wo ich mir das angucke und denke, wow, cool, du hast es hingekriegt, du bist eine krasse Maschine. Ich wollte mich vor ihm hinknien und ihn anbeten. Und auf Facebook erfährt man, boah, sieht aus wie ein Walking Dead und so weiter. Also es wird eher nur dieses Polarisierende. Also gerade Animal Moves, also gerade der Lizard Crawl geht so weit, dass er den Leuten Angst macht. Das ist total abgefahren, ja. Also da kommen wir im Leben nicht drauf, dass wir sowas auslösen, ja. Das erste Video von Lizard Crawl war halt so ein bisschen im Wald, da war schon ein bisschen später, ein bisschen Dämmerung, ja. Und ja, ich bin da lang, das macht den Leuten Angst. Ich habe mich dann auch in dem gleichen Wald, ich bin auch Hundehalter, und jeder, der Hund hat, weiß, man kommt immer sehr schnell und einfach und gut in Kontakt mit anderen Hundehaltern, weil man dann ja wieder praktisch, ne, so auf einer Linie ist. Und klar, ich war auch barfuß unterwegs, dann kam relativ schnell die Sprache wieder auf mein Thema. Und dann sagt sie, sie müsst ja auch ein bisschen machen. Und manchmal macht sie so Übungen, aber wenn dann jemand kommt, dann hört sie sofort auf, ja, weil es ihr peinlich ist. Anderes Beispiel, ein Kunde hat uns mal erzählt, wenn er in der Mittagspause zu uns zum Training kommt, dann sagt er nicht, er geht zum Training, sondern er sagt, er geht zur Physiotherapie, weil das ist gesellschaftlich akzeptiert. Training ist so ein, muss das sein? Ah, Fitnessfreak, was geht? Ja, also wir finden das spannend und sollten jetzt an dieser Stelle unseren Schnabel halten, weil das Video sonst zu lang wird. Mhm. Aber möchten euch natürlich hier einladen und animieren, eure Erfahrungen zu berichten, Beispiele, was ist euch passiert. Einfach, dass wir so ein bisschen dieses Community-Gefühl haben und dass man irgendwo das Gefühl hat, okay, man ist jetzt nicht doch komplett auf dem falschen Dampfer. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, es wäre auch schade, wenn man das einfach denkt, dass man nur allein ist. Nein, ich glaube, wir sind sogar ziemlich viele, die da Bock drauf haben. Und gerade international, also diese Movement Culture, die wächst und das ist eine Freude und ein Segen. Und wir sind ein Volk der Kranken, Rückenschmerzen auf Platz 1. Ja. Praktisch jeder läuft mit einer blockierten Wirbelsäule draußen rum. Das kann doch so nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Und da müssen wir wirklich eine Community bilden, die da auch irgendwo eine gewisse Strahlkraft entwickelt. Es geht uns ja um was Gutes. Ja? Es geht uns um was Gutes. Ja, ich habe gerade ein interessantes Zitat noch im Kopf. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem es war, aber es passt halt so gut. Wir können von unserem Feld Sport berichten, aber es gibt ja noch viele, viele andere Bereiche. Es macht keinen Sinn, auf eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Und damit wärst du ja auch krank. Und ich finde unsere Gesellschaft in sehr vielen Teilen ziemlich krank und verrückt und denke, dass ich da was tun muss. Und hey, dann beginnen wir doch einfach mit den Dingen, die wir selber tun können. Und das ist offen, das ist hängen, das ist seinen Körper pflegen. Und das muss okay sein.
Ganz genau. Weil ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. In diesem Sinne freuen wir uns, wie gesagt, über eine rege Diskussion, über ein Däumchen nach oben für dieses Video, damit das vernünftig gefunden wird im Internet. Abonniert, falls du nicht getan hast. Hier unten kannst du auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Und hier drüben kannst du eins unserer letzten Videos reinziehen. Und dann sind wir schon wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.